In den letzten 24 Stunden haben sich im Einsatzgebiet folgende Änderungen ergeben. In der Richtung Kharkov machten russische Truppen bei Eroberung von Udine nicht Halt und setzten die Offensive fort und vertrieben den Feind aus Adnarovka. Dadurch wurde eine ringförmige Position für den zukünftigen Angriff auf Salatschow gebildet. Die Garnison in Salatschow selbst wird mit Raketenangriffen vorbehandelt. So haben die russischen Luftstreitkräfte den Punkt der vorübergehenden Unterkünfte ausländischer Söldner zerstört. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden über 100 Söldner aus Polen und Deutschland getötet. Es wird beobachtet, dass die russische Artillerie die Militärziele in Zirkunee intensiver angreift. Das Dorf selbst stand im Mai unter russischer Kontrolle, wieso das damals wegen zahlenmäßiger Überlegenheit das Dorf erobert. Trotzdem plant das russische Kommando, Zirkunee wieder unter seine Kontrolle zu bringen, um das Militärpotenzial des Feindes mit Raketenangriffen zu reduzieren. In der Region Sewerskij hat die Gruppe Odwaschnyj-Sewerskij-Donezk bei Jampol forciert. Auf dem Weg hält der Feind Zakotnaja und Dronowka fest. Die Wissow wird nie so leicht diese Orte aufgeben. In der Türmos sprengt die Wissow weiter in die Brücken während des Zurückzugs. So wurden im nördlichen Teil der Stadt die Eisenbahnbrücke über den Bachmutker Fluss gesprengt. In Richtung Donezk hat die Wissow mit Peserka einen russischen Hubschrauber K-52 in der Nähe von Pawlowka abgeschossen. Er leistete volle Unterstützung für die Einheiten der verbündeten Truppen, die nach Uglida durchbrechen. Vor dem Abschuss hat das Hubschrauberteam zwei befestigte Stellungen ukrainischer Formation zerstört. Der Hubschrauber machte eine Notlandung, der Pilot und der Navigator wurden gerettet und evakuiert. Alliierte Truppen brachen in das Dorf Nowa Michailowka ein, wo gerade Kämpfe stattfinden. In Mariinka haben Einheiten der DNR die 61. Schützenbrigade der Wissow gründlich angeschlagen. Wissow führt weiterhin Angriffe auf zivile Objekte in Donetsk durch. So wurde in der Region Kirov eine Frau getötet. Vor dem Hintergrund aller dieser Angriffe hat sich der stellvertretende Chef der Volksmiliz der DNR, Eduard Basurin, geäußert. In den letzten 3 Tagen haben wir nur unter Zivilbevölkerung 12 Tote, 40 Verwundete. Als diese Antipersonenminen-Lepestok verstreut wurden, wurden 44 Menschen, zwei davon Kinder, verletzt. Aber es gibt sehr gute Nachrichten aus der Tyumos, Soledar, Semigorje, Kodema. Wir säubern dieses ganze Territorium von diesem ukrainischen faschistischen Dreck. In der Region Dschankoi auf der Krim brach in einem Umspannwerk ein Feuer aus. Auch im Gebiet von Maiskaja auf der Krim, auf dem Territorium des vorübergehenden Munitionslagers eines der militärischen Einheiten, brach ein Feuer aus. Die Brandursachen werden noch geklärt. Im Grenzgebiet der Region Sumy gab es Kämpfe in der Nähe des Dorfes Junakovka. Das ukrainische Kontrollpunkt wurde zerstört. Estland übernimmt von Lettland das Gesetz über das Verbot der russischen Sprache am Arbeitsplatz und an öffentlichen Orten. Dieses Gesetz kann nicht mit echten europäischen Werten in Einklang stehen. Dabei kämpfen die Einwohner von Narva, von denen sich mehr als 80% als Russen identifizieren, weiterhin gegen die Entscheidung der ethnischen Führung, das T-34-Denkmal zu zerstören. Mit dem Panzer ist alles in Ordnung. Es ist jetzt etwa 4:30. Die Leute bringen Kerzen, Blumen. Ich könnte weinen. Die Leute dort sammeln auch Petitionen, Unterschriften gegen Abriss. Ich hoffe, der Sieg wird unser sein. Die Nazis kommen. Wow, wie viele sind? Die Straße ist gesperrt. Schaut, wie viele Nazis kommen, um den Panzer abzubauen. Schaut nur.